von Fernsehzuschauern. Hello. Ich heiße Watson. Als erstes muss ich meine Stimme testen. Der Computer namens Watson wird gleich Geschichte schreiben mit seiner Teilnahme an der beliebten Quizshow Jeopardy. Aufregend, eine ungewöhnliche Erfahrung für einen Wissenschaftler, hier live dabei zu sein. Ferrucci hat allen Grund, aufgeregt zu sein. Watson spielt um einen Millionen-Dollar-Jackpot gegen die härtesten Konkurrenten. Brad Rutter, der größte Gewinner bei Jeopardy. Und Ken Jennings, der 74 Spiele in Folge gewann. Man hat so seinen Ehrgeiz. Ich will meine menschlichen Gegner besiegen, aber vor allem möchte ich diesen großen bösen Computer besiegen. Befehlshaber im Zweiten Weltkrieg. Dieser große böse Computer ist das Endergebnis von 4 Jahren intensiver Arbeit. IBM hat Watson hunderte Testspiele spielen lassen mit Quizmaster und Kandidaten. Diese niederländische Königin floh im Zweiten Weltkrieg nach London. Wer ist Beatrix? Nein. Watson? Wer ist Wilhelmina? Richtig. Menschen aus Kohlenstoff und Wasser treten gegen einen Computer aus Silikon mit Speicher und Festplatte an. Es sollte für den Computer leicht sein zu gewinnen mit seinem gewaltigen Speicher und seiner Rechenkapazität. Aber das menschliche Gehirn ist ein nicht zu unterschätzender Gegner, besonders bei Jeopardy. Jeopardy-Fragen sind knifflig, sie arbeiten mit Wortspielen. Schon die Fragen zu verstehen ist schwer. Der erste Kaffeebeißer, der kein Milchprodukt war. Was ist Milch? Nein. Maria? Was ist Coffee Mate? Richtig. Menschen kommunizieren sehr flüssig und da versagen Computer. Jetzt ist Watson kurz davor, dieses Handicap zu überwinden. Ein Kinderkleidungsstück, wie gemacht für ein Operettenschiff. Watson? Was ist Pinafore? Gut, woher weißt du das? Wenn Watson bei Jeopardy gewinnt, wäre es ein großer Durchbruch in einem jahrzehntelangen Streben. Dem kühnen Traum, eine Maschine zu bauen, die so schlau ist wie ein Mensch. Ich bin Electro the Robot. Mein Hirn ist größer als deins. Als wir damit anfingen, war das Ziel, einen Menschen nachzubauen. Wir wussten, wie man Menschen macht. Leichte Übung, aber ein aus Silikon? Ihre Inspiration holten die Pioniere aus der Science-Fiction-Literatur. Irgendwann kam dann Isaac Asimov. In meiner Jugend wurden Roboter und intelligente Maschinen Teil meines Lebens. Wie könnte man die selbst bauen? Bald schon waren Computer in der Lage, sehr schnell schwierigste Gleichungen zu lösen. Mit den ersten Programmen, die wir schrieben, konnten Probleme in der Differentialrechnung und Algebra gelöst werden, die sonst nur absolute Spezialisten bewältigten. Die Computerpioniere waren überzeugt, wir sind auf dem richtigen Weg, menschliche Intelligenz nachzubauen. Ich bin davon überzeugt, dass in 10 bis 15 Jahren etwas entwickelt wird, das nicht weit hinter der Science-Fiction zurücksteht. Wir dachten, vielleicht 10 oder 15 Jahre, dann haben wir diesen schlauen Apparat. Damals waren die Leute wirklich erstaunt, was Computer leisten können. Wenn sich etwas so schnell entwickelt, geht man davon aus, dass sich das so fortsetzt. In den 60er Jahren brachte dieser Enthusiasmus einen Filmcharakter mit Kultstatus hervor. Hallo Hal, hörst du mich? Jawohl, Dave, ich höre dich. Als Kind sah ich 2001 Odyssee im Weltraum. Hal war einfach genial. Öffne das Schleusentor. Tut mir leid, Dave, aber das kann ich nicht tun. Er war ein mordender Psychopath. Hal? Aber er war intelligent, konnte mit Menschen sprechen, konnte Lippen lesen. Faszinierend. Zu dieser Zeit hatte ich noch nie einen echten Computer gesehen. Mehr als 40 Jahre nach Hal war kein Computer oder Roboter in der Lage, so reibungslos mit Menschen zu interagieren, wie Hollywood es sich vorstellte. Was ist Liebe? Das Problem ist unser menschlicher Computer, das Gehirn. Eine komplexe Einheit, die sich ihrer Nachbildung sperrt. Wir wussten wenig über das Gehirn. In Rechenleistung und Datenverarbeitung war der Computer immer überlegen. Stift, welcher Buchstabe steht in der Mitte? Doch simple Aufgaben, die schon kleine Kinder mühelos bewältigen, wie das Begreifen von Sprache und Erkennen von Objekten, stellten die Entwickler vor Probleme.
Zu was unser Gehirn, unsere Intelligenz imstande ist, wird von den meisten häufig stark unterschätzt. Aber der Traum, einen Computer zu bauen, der sprechen kann und der Menschen ebenbürtig ist, blieb bestehen. Und vor wenigen Jahren wurde ihm aus unerwarteter Richtung neues Leben eingeblasen. This is Jeopardy! In Wagner's operas, this eldest Valkyrie is stereotypically... Diese Walküre trägt meist Hörnerhelm und Brustpanzer. Wer ist Brunhilde? 2004 war die Gewinnsträhne von Ken Jennings über 74 Runden bei Jeopardy! Tagesgespräch. Jemand aus der Führungsetage von IBM, der gerade in einem Restaurant sitzt, wird ebenfalls davon in den Bann gezogen. Auf einmal gingen alle an die Bar, um Ken Jennings bei Jeopardy! Zu sehen. Dieser Grand Ole Opry Star trug immer einen Strohhut, an dem noch das Preisschild hing. Wer ist Minnie Pearl? Charles Lickle fragte sich, ob ein Computer je besser sein könne als Ken Jennings. Also legte er die Frage einigen der besten Entwickler von IBM vor. Die, die Jeopardy kannten, sagten, unmöglich. Ich glaube, man dachte, es ist schwer, den Sinn hinter diesen Fragen zu begreifen. Ich sagte gleich, nicht zu schaffen. Doch ein Wissenschaftler, Dave Ferrucci, fühlte sich angesprochen. Ich dachte, so unmöglich ist das vielleicht gar nicht. Seit über 40 Jahren ist Jeopardy! Der populärste Wissenstest. Es werden Antworten vorgegeben. Die Kandidaten müssen die Frage dazu formulieren. Ein großes Schiff, das Kleine unterstützt und schützt. Christina. Was ist ein Mutterschiff? Richtig. Bei dem Quiz bekommt man eine Antwort und man muss die richtige Frage dazu wissen. Man sagt nicht George Washington, sondern wer ist George Washington? Die Kandidaten müssen menschliche Enzyklopädien sein. Es geht um alles Mögliche. Die Kandidaten erfahren die Kategorien zeitgleich mit den Fernsehzuschauern. Man braucht breites Allgemeinwissen. Es gibt jedes Mal 13 Kategorien. Kate beginnt. PH für 400. Thomas Edison erfand ihn 1877. Die Kandidaten müssen schnell reagieren. Was ist ein Phonograph? Korrekt. Sie haben knapp 3 Sekunden, um zu antworten. Mörser und Stößel sind Symbol dieses Berufs. Was ist ein Apotheker? Richtig. Um bei Jeopardy! Konkurrieren zu können, braucht der IBM-Computer eine enorme Wissensgrundlage, denn er wird keine Verbindung zum Internet haben. Ein viel größeres Problem für die Maschine ist es aber, den Sinn der Fragen zu begreifen, die äußerst verzwickt formuliert sein können. Diese Blume steht in einem Markennamen vor Pickle Bottom. Was ist Petunia? Wäre richtig gewesen. Es gibt viele Wortspielereien und Doppeldeutigkeiten, nicht die Stärke von Computern. Die menschliche Sprache ist für Computer ein Buch mit 7 Siegeln. Dieser Satz zum Beispiel. Was soll das heißen? Ich schoss einen Elefanten in meinem Schlafanzug. Hatte der Elefant ihn an? Das kann man unterschiedlich interpretieren. Schoss kann heißen, ich habe mit einem Gewehr auf ihn geschossen. Aber vielleicht habe ich ja auch nur als Fotograf einen Schnappschuss von ihm gemacht. Da ist viel Doppelsinnigkeit in diesem Satz. Man muss unbedingt den Kontext mitbeachten. Aber ein Computer kennt keinen Kontext. Er ist nur ein Elektronengehirn in einer Kiste. Gemeinsam mit den besten Programmierern von IBM und Forschern in künstlicher Intelligenz ging Ferrucci 2006 die Herausforderung an. Sie begannen mit einem Test. Wir hatten ein hochentwickeltes System, an dem man über Jahre gearbeitet hatte, und versuchten es auf Jeopardy! Anzuwenden. Der beste Computer von IBM wird mit hunderten von Jeopardy!-Fragen gefüttert, wie dieser. 1968 machte sich dieser Kometenentdecker auf einem Schiff namens Paramount Pink auf eine wissenschaftliche Reise. Die richtige Antwort: Wer ist Edmund Halley? Der Computer sagte: Wer ist Peter Sellers? Der Computer durchlief Millionen von Dokumenten auf der Suche nach Schlüsselwörtern aus der Frage. Er landete schließlich bei der Inhaltsangabe eines rosaroten Panda-Films, in dem es eine Paramore gab, ein veraltetes englisches Wort für Geliebte. Die Hauptrolle darin spielte Peter Sellers. Auf diese Antwort wäre ein Mensch wahrscheinlich nie gekommen, doch für Computer ist sie typisch. Das Entwicklungsteam hatte noch viel Arbeit vor sich. Wie viel wird Ihnen klar, als Sie den Computer mit den besten menschlichen Kandidaten vergleichen? Sie erstellen eine Cloud, Wolke genannte Grafik. Jeder Punkt steht für die Leistung eines Jeopardy-Spitzenkandidaten. Jennings steht ganz oben. Man sieht, dass die Siegertypen 50% der Fragen beantworten und davon 90% richtig haben. Und wo steht der Computer in dieser Wolke? Selbst wenn er alle Fragen beantwortet, hat er nur 10% davon richtig und damit keine Chance bei Jeopardy!. Die besten Kandidaten um die 90% schaffen.
Um bei Jeopardy zu gewinnen, braucht das Team eine völlig neue Herangehensweise an die menschliche Sprache. Eine, die die Stärken des Computers ausnutzt. Das Elektronengehirn eines Computers kennt nur eine sehr einfache Sprache. Binärcode, an oder aus. Doch dieser simple Code versetzt ihn in die Lage, Anweisungen zu befolgen und komplexe Probleme zu lösen, an die sich früher nur wenige Hyperintelligente wagten. Man dachte dabei immer an Schach. Wer gut Schach spielt, ist intelligent. Computer bekamen das Spiel in den Griff. Schach ist leicht für Computer, weil die Regeln sehr klar sind. Die Schachregeln sind relativ simpel. Ein Brett mit 64 Feldern. Jede Figur, ob Bauer, Springer oder Dame, darf sich auf bestimmte Art bewegen und es gibt nur ein Ziel, den König des Gegners zu schlagen. Für Menschen ist es das ultimative Strategiespiel. Computer spielen ganz anders Schach als Menschen. Menschen sehen das Brett und haben begriffliche Vorstellungen wie die Mitte kontrollieren, rechts angreifen. Völlig anders als ein Computer. Ein schachspielender Computer zieht praktisch jeden möglichen Zug und seinen Gegenzug in Betracht. Alle Möglichkeiten für den Spielverlauf. Computer spielen Schach, indem sie ein Baumdiagramm von möglichen Zügen durchsuchen, bis ganz hinunter zum untersten Pfad. Das tun sie nach dem Brute-Force-Prinzip, ganz radikal, für 20, 30, 40 Züge im Voraus, unter Berücksichtigung aller Nachteile. Ein Mensch kann nie so weit vorausschauen. Das zeigte sich in der berühmtesten Schachpartie in der Geschichte der künstlichen Intelligenz, als 1997 ein anderer IBM-Computer namens Deep Blue den amtierenden Weltmeister Garry Kasparov schlug. Der Schachweltmeister ging, ohne sich noch nach dem Computer umzusehen. Der Sieg lässt Deep Blue schlau aussehen. Aber ist er das? Deep Blue ist nicht auf die Art intelligent, wie Menschen es sind. Er ist gut im Schach. Etwas anderes kann er nicht. Er begreift nichts von der Welt und kennt nur die Schachzüge. Dieser Verständnismangel machte jedem Computerprogramm zu schaffen, das sich an menschliche Sprache wagte. Ein perfektes Beispiel ist ein Programm aus den 1960er Jahren, ELIZA. ELIZA war eines der ersten Programme, mit dem eine Art von menschlicher Konversation möglich war. Es war ein Dialog, man tippte etwas ein, der Computer antwortete. Was hast du für ein Problem? Ich bin traurig. Dann antwortet sie: Kommst du zu mir, weil du traurig bist? ELIZA war programmiert, um wie ein Psychiater zu antworten. Aber sie hatte keine wirkliche Einsicht. Sie folgte nur simplen Regeln und kombinierte vorgegebene Sätze. Wenn ich sage, ich bin tot, antwortet sie: Gefällt dir das? Sie begreift nicht, welcher Zustand der Tod ist. Sie folgt bei ihrer Antwort nur feststehenden Mustern. Jeder, der das Sprachproblem zu lösen versuchte, stieß an die gleiche Mauer. Die völlige Abwesenheit einer Kenntnis, die für uns selbstverständlich ist. Wir wissen so viel, von dem wir gar nicht wissen, dass wir es wissen. Sachen wie, man muss eine bestimmte Taste im Fahrstuhl drücken, damit er nach oben fährt. Oder Milch ist weiß, Wasser ist nass. Sachen, von denen wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir sie wissen. Damit haben Computer große Schwierigkeiten. All das Alltagswissen, das ein menschliches Gehirn ganz natürlich in sich aufnimmt, scheint für ein Computerprogramm zu komplex zu sein. Doch ein Wissenschaftler gab nicht auf. Wir gaben von Hand 6 Millionen Regeln ein. Das ist etwa 3% von dem, was man kennen sollte, um so etwas wie einen gesunden Menschenverstand zu haben. Seit 25 Jahren leitet Doug Leonard ein Team, das versucht, menschenähnliche Intelligenz zu schaffen, indem es einem Computer Alltagswissen beibringt. Satz für Satz. Das Programm nennt sich CYC. In seinen Räumen sind die Wände mit Logikdiagrammen bedeckt. Das Besondere und die Stärke davon sind, dass man einfach Regeln eingibt, eine nach der anderen, und dazu grundlegende logische Folgerungsfähigkeit. Mehr braucht man nicht zu tun. Bis heute kennt CYC 6 Millionen Regeln und kann viele allgemeine Fragen beantworten, wie diese. Kann eine Konserve Cancan? CYC sagt nein und er erklärt auch warum. Es sagt im Prinzip, Konserven können keinen Cancan, weil sie leblose Objekte sind, und um Cancan zu tanzen, braucht man etwas wie ein Gehirn und muss es nutzen können. Für CYC ist es ausreichend, die richtige Antwort aus dem richtigen Grund zu geben. Vor 25 Jahren sahen Fachleute Regeln und Logik als größte Hoffnung für die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Doch es zeigt sich, das allein reicht nicht aus.
Es geht nicht nur darum, immer mehr und mehr Wissen hineinzustecken. Man benötigt Basisprinzipien, die wir nicht begreifen, und die erhält man damit nicht. Dave Ferrucci und sein Team bei IBM, die mit dem Jeopardy-Problem beschäftigt sind, wissen, dass Fakten und Regeln nicht ausreichen. Wir konnten nicht für jede mögliche Kontext- und Wortkombination Regeln schreiben. Sie brauchen ein neues, flexibleres System, um mit den trickreichen Wendungen der Jeopardy-Fragen fertig zu werden. Sie nennen ihr System Watson, nach dem IBM-Gründer Thomas Watson. Der elektronische Watson besteht aus 2800 Prozessoren, gleichbedeutend für 6000 Heimcomputer der Spitzenklasse. Alles in allem hat er den Umfang von 10 Kühlschränken. Das Team füllt seine Speicherbänke mit etwa 10 Millionen Dokumenten, größtenteils aus dem Internet. Denn wenn Watson Jeopardy spielt, ist er auf sich alleine gestellt, wie seine menschlichen Konkurrenten. Alles Mögliche, Enzyklopädien, Wörterbücher, Bücher, Theaterstücke, einfach alles. Die komplette World Book Encyclopedia, Wikipedia, die Internet Movie Database, das meiste aus dem Archiv der New York Times und die Bibel sind nur einige von Watsons Ressourcen. Und für Watsons logische Grundlagen greift das Team auf ein leistungsfähiges Hilfsmittel in der Computerwelt zurück. Es nennt sich maschinelles Lernen. Es ist wie menschliches Lernen anhand von Beispielen. Früher wurden nur Regeln eingegeben. Heute basiert alles auf Beispielen. Um Ihnen zu vermitteln, was maschinelles Lernen bedeutet, denken Sie einfach mal an den Buchstaben A. Wie würden Sie ihn in einem Computer beschreiben? Ein echtes Problem für den US Postal Service, dessen Computer alle möglichen Adressen entziffern müssen, gedruckte und handgeschriebene. Wir wissen alle, wie ein A aussieht. Ich erkenne es sofort. Aber es gibt so viele verschiedene Typen von A's. Manche sind nur ein Dreieck mit der Spitze nach oben. Schnell wird klar, dass es keine simplen Regeln für ein Programm gibt, die bestimmen, ob etwas ein A ist oder nicht. Menschen sind vielleicht nicht in der Lage, die Regeln zu definieren, mit denen zuverlässig alle Arten von A's erkannt werden. Aber ein Computer kann das selbst lernen, wenn man ihm nur genug Beispiele gibt. Man nimmt ein A und gibt es ein und sagt, das ist ein A. Dann ein anderes A. Und noch eins. Wieder ein anderes. Immer neue Beispiele gibt man ein, 1 Million Mal. Der Computer sucht nach Grundmustern unter diesen Beispielen und findet sie. Beim nächsten Mal, wenn ihm ein Buchstabe A begegnet, auch einen, den er noch nicht gesehen hat, erkennt er ihn. Das ist maschinelles Lernen und es ist entscheidend für die Programmierung von Watson. Das Team trainiert Watson. Doch bei ihm sind die Beispiele statt Buchstaben Zehntausende alter Jeopardy-Fragen. Zusammen mit einem Spickzettel mit den korrekten Antworten. Beim maschinellen Lernen sucht Watson nach verbindenden Schemas zwischen dem Fragentyp, der richtigen Antwort und den Begründungen für die Antwort. Wenn wir das mit 1000 Fragen machen, kann er abwägen, wie gut die Begründung ist und die richtige Antwort wählen. Bei einer neuen Frage kann Watson jetzt mit dem Gelernten vergleichen, welche mögliche Antwort wahrscheinlich richtig ist. Das führt dann zu einer Antwort, von der man vielleicht zu 75% sagen kann, dass sie richtig ist. Watson ist jetzt eine komplexe Architektur von Regeln, Rohdaten und maschinellem Lernen, die ihm ermöglicht, mit Hilfe von Statistik die richtige Antwort auszuwählen. Um dieses System zu testen, sucht das Team nach IBM-Mitarbeitern, die Jeopardy kennen. Ein Besprechungsraum wird zum Quizstudio. 1978 fand der Reporter Stephen Levy das Gehirn dieses Mannes. Wer ist Albert Einstein? Richtig. Das Fifth Amendment sagt, ohne dies darf Privateigentum nicht eingezogen werden. Was ist angemessene Entschädigung? Ja. Mit dem neuen System steigt Watson in die Siegerwolke auf. Ein großer Sprung vorwärts. Watson führt mit 24.863. Wir waren begeistert. Bis jetzt war ein Fernsehauftritt nur ein Traum. Aber Watson arbeitet so gut, dass Dave Ferrucci beschließt, Jeopardy anzurufen. Im Dezember 2009 kommen Jeopardy-Produzenten zu IBM, um Dave Ferruccis neueste Schöpfung zu prüfen. Wie menschliche Kandidaten muss auch Watson sich bewerben, um teilnehmen zu dürfen. Wir haben so lange an dem System gearbeitet und es ständig verbessert. Und dann sitzt man da mit all diesen Leuten. Man hört Computer und denkt, klar, ein Computer müsste alle Antworten kennen. Er ist einfach eine große Suchmaschine. Sie wollten sehen, was er kann. Dann kommen einem Zweifel.
Um die Fernsehproduzenten zu beeindrucken, baut IBM ein provisorisches Studio, engagiert den Komiker Todd Crane als Quizmaster und lädt ehemalige TV-Kandidaten ein. Ein unheimlich spannender Tag. Watson hatte noch nie gegen echte Jeopardy-Kandidaten gespielt. Am Tag davor hatten wir ihn uns noch einmal vorgenommen und die beste Strategie aktiviert. Ich dachte, damit schlägt er sie. Was ist Cats in the Cradle? Richtig. Was ist I'm the Walrus? Was ist Crocodile Rock? Sie waren wie Profis und es waren harte Runden. Erst sieht es danach aus, als ob Watson sich nicht für ein Quiz, sondern für eine Sitcom bewirbt. L-O für 1000. Es treten Fehler auf, die behoben werden müssen. Er kannte keine römischen Zahlen. Statt Heinrich V. sagte er Heinrich V. 1682 bestieg als 10-Jähriger den Thron gemeinsam mit seinem Halbbruder Ivan dem V. Watson? Wer ist Peter? Genauer? What is Peter I? Wer ist Peter I? No. Falsch. Carrie? Wer ist Peter der Große? Im Finale, in dem die Kandidaten Geld setzen und Antworten aufschreiben müssen, läuft es noch schlechter. In der Kategorie Flaggen kommt, als ein Symbol des Krieges gegen den Terror, führten US Navy-Schiffe ab 2002 die Flagge des 18. Jahrhunderts mit diesem Motto von 4 Wörtern. Man muss dazu etwas über Flaggen wissen. Was ist dieses Motto, David? Was ist Don't Tread on Me? Korrekt. Und Watson? Was sind die Anschläge vom 11. September 2011? Watson kannte das Wort Motto nicht und beim Durchsuchen tausender von Dokumenten war das Wort Terrorismus so oft mit 11. September verknüpft, dass ihm das als die beste Antwort erschien. Zur Mittagspause steht es 2-0 für die Menschen. Wird Watson jemals für die Hauptsendezeit bereit sein? Ich ging ein Risiko ein, zu sagen, ich glaube, dass es zu schaffen ist. Und dann fällt man auf die Nase. Dem Ferrucci glauben wir nie mehr was. Vielleicht werde ich ja gefeuert. Doch nach der Pause bekommen die Produzenten einen anderen Watson zu sehen. Die dritte Runde war ein unglaublich spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Im dritten Akt dieser Verdi-Oper wird diese Plage Gottes von seiner geliebten Odabella erstochen. Watson? Was ist Attila? Genauer? Was ist Attila der Hunne? Sehr gut, akzeptiert. An diesem Nachmittag macht Watson sich gut. Wordsworth schrieb, diese steigen aber auf Schweifen nie. Was ist die Feldlerche? Dies wird an Rädern von geparkten Autos festgeklemmt. Watson? Was ist eine Kralle? Genauer? Was ist eine Autokralle? Richtig. Dieser afroamerikanische Volksheld sagte, bevor mich der Dampfhammer umbringt, sterbe ich lieber mit dem Hammer in der Hand. Wer ist John Henry? Stimmt. Es sieht danach aus, dass Watson hält, was er verspricht, aber die Fernsehproduzenten stört seine ungleichmäßige Leistung. Ihr Urteil, Watson ist Jeopardy nicht gewachsen, jedenfalls für den Moment noch nicht. Warum ist Watson so unzuverlässig? Um seine Schwäche zu verstehen, muss man sich bewusst machen, wie komplex seine Aufgabe ist. Dazu dieses Beispiel aus Jeopardy. Keanu Reeves hat ein Nokia-Handy, aber ein Festnetztelefon ist nötig, um in diesem Sci-Fi-Streifen hier raus und reinzukommen. Die richtige Frage dazu, was ist die Matrix? Wie kann Watson darauf kommen? Als erstes zerlegt er die Antwort in grammatikalische Einheiten und sucht nach Schlüsselwörtern. Dann durchpflügt Watsons Hochleistungssuchmaschine Millionen von Einträgen, unter anderem in der Internet Movie Database. Als nächstes zieht er mögliche Lösungsansätze hervor. Das kann Keanu Reeves sein. Nokia ist auch wichtig. Und er stößt auf die Matrix. Auch andere Filme mit Keanu Reeves sind mögliche Antworten. Matrix 2, Speed. Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Und Watson zieht andere bekannte Sci-Fi-Streifen in Betracht, wie Blade Runner. Er hat hunderte mögliche Antworten. Wie kann Watson daraus die eine richtige Antwort auswählen? Als nächstes sagt sich Watson, gut, alle diese Antworten könnten vielleicht stimmen, aber sie schließen sich gegenseitig auch aus. Watson fängt an, die Antworten gegeneinander abzuwägen, mit Hilfe von Sätzen wie, ein Film wird manchmal Streifen genannt. Er sucht nach einem Streifen. Ist die Matrix ein Streifen? Ja. Ist Speed ein Streifen? Ja. Ist Keanu Reeves ein Streifen? Nein. Er hat wieder etwas gelernt. Innerhalb von Millisekunden analysiert Watson jede mögliche Antwort und bewertet jede einzelne Lösung. Das liefert eine Menge von Lösungsvorschlägen.
Aber diese Lösungen stimmen nicht überein. Einige sprechen für die Matrix, andere sagen, Keanu Reeves ist die Antwort. Wieder andere meinen, das ist die Matrix 2. Und viel deutet auf Blade Runner als richtige Antwort, weil der Titel sehr häufig als Sci-Fi-Streifen erscheint. Am Ende muss einer all das bewerten und beschließen, was die beste Antwort ist. Dabei kommt Watsons maschinelles Lernen ins Spiel. Tausende von Jeopardy-Fragen und den richtigen Antworten dazu haben Watson beigebracht, was relevant ist und was nicht. Maschinelles Lernen heißt abwägen, Prioritäten erkennen. Also, Telefonanruf, nicht so wichtig. Dann, Sci-Fi-Film, kenne ich sowas? Ist die genannte Person eine Figur in dem Film? Sehr, sehr wichtig bei Fragen wie dieser. In diesem Fall gelang es Watson, die Hinweise richtig zu ordnen und Sci-Fi-Streifen von 1999 mit Keanu Reeves in der Hauptrolle in den Vordergrund zu ziehen. Er entschied sich für die bestmögliche und richtige Antwort, die Matrix. Watsons hochentwickeltes Elektronengehirn funktioniert nicht immer wie gewünscht. Doch ohne maschinelles Lernen ist er bei Jeopardy chancenlos. Maschinelles Lernen ist nicht nur für Watson wichtig. Für die Datenverarbeitung ist es revolutionär. Es spielt eine wichtige Rolle bei Computermodellen für die Wettervorhersage und bei all den Empfehlungen, die sie von Amazon oder anderen Anbietern erhalten. Es setzt sich kein Mensch an die Tastatur, um einzugeben, was sie gerne lesen oder hören. Computer vergleichen ihre Bestellungen mit denen von Millionen anderer Kunden, finden Gemeinsamkeiten und lernen, was ihre Vorlieben sind. Heute werden mit maschinellem Lernen viele Probleme überwunden, von denen man einst dachte, sie seien für Computer nicht zu bewältigen, wie Spracherkennung. Früher dachte man, ich bringe dem Computer Wort für Wort bei, was ich sage. Hebe den großen Klotz rechts. In den 60er Jahren war dieser Bauklötzchenroboter der neueste Stand der Technik. Computer konnten so programmiert werden, dass sie die Lautsignale bestimmter Wörter und Sätze erkannten. Alle Kleinklötze anheben. Doch für jeden anderen Sprecher mussten sie umprogrammiert werden, denn Stimmen unterscheiden sich. Für Sie und mich ist es einfach, das Wort Eiswürfel zu verstehen. Eiswürfel. Es ist sehr schwer für uns, für einen Computer eine Definition zu schreiben, mit der Mikrofonsignal sofort das Wort Eiswürfel erkennt. Heute werden Computer mit Millionen von Beispielen menschlicher Sprache trainiert. Hier das Mikrofonsignal für das Wort Eiswürfel. Andere Version? Dadurch erhält man stets bessere Spracherkennungssysteme. Spracherkennungssoftware heute ist zwar noch lange nicht perfekt, aber bereits erstaunlich zuverlässig und wird stets besser. Alles, was wir bis heute erreicht haben, beruht auf maschinellem Lernen, einfach der besten Methode. Manche Programme gehen noch einen Schritt weiter. Sie setzen ihre Sprache nicht nur in Schrift um, sondern übersetzen sie auch. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sprachen benutzen so viele verschlungene Wege des Ausdrucks, in Metaphern, Doppeldeutigkeiten. Was können Sie heute empfehlen? Mit der alten Herangehensweise, nur Befehle eingeben, schien es unmöglich, jemals brauchbare Computerübersetzung zu ermöglichen. Rindfleisch mit gebratenem Reis. Was da abläuft, ist so komplex, da reicht mein Leben nicht, um das in Befehlen einzugeben. Das ist einfach überwältigend. Ich soll bestimmte Kekse kaufen. Welche Kekse? Reiskekse. Alex Weibel fütterte einen Computer mit Millionen von Beispielen englischer Texte, mit der Übersetzung in viele andere Sprachen. Er hat daraus ein Programm entwickelt, das sie auch für ihr Smartphone oder Tablet nutzen können. Und es wird ständig weiterentwickelt. Maschinelles Lernen ist so erfolgreich, dass Computer mittlerweile einiges besser erledigen, als Menschen es können. Der Computer übersetzt zwischen mehreren Sprachen. Viele Wissenschaftler denken, darin liegt der Baustein für echte künstliche Intelligenz. Es gibt zwei Methoden für künstliche Intelligenz. Man gibt das Rezept ein oder man lässt sie selbst wachsen. Das Rezept kennen wir noch nicht. Daher ist es am besten, das System selbst wachsen zu lassen, durch maschinelles Lernen. Manche finden den Gedanken an eine Maschine, die lernfähig ist, bedrohlich. Aber wenn Watson einen schlechten Tag hat, sieht er nicht gerade aus wie eine Bedrohung. Hast du es gesehen? Nein. Er war spitze. Die Masterfrage. Mann, er hat ein Riesending gebracht. Nur drei Fragen falsch, er ist drin. Ich setze 5200. Sie wissen, Watson kann gewinnen, wenn er nur keine dummen Fehler mehr macht.
Also? Es ging um etwas aus den 40ern. Ende der 40er schrieb eine Mutter diesem Maler, dass seine Bilder genau wie die ihres Sohnes aussehen. Watson sagte Rembrandt. Watson war nicht klar, dass 40er das 20. Jahrhundert meinte. Ja, er hat ein Problem mit dem Zeitbegriff. Jackson Pollock, richtig. Watson verliert in dieser Runde. Das geht in die Hose. Und seine Gegner sind gnadenlos. Wir haben ihn geschlagen. Maria, Sieg für die Menschen. Für einen menschlichen Kandidaten ist es zum Beispiel viel einfacher, um zwischen sie und er zu unterscheiden. Diese First Lady ist geborene Thelma Catherine Ryan. Wer ist Richard Nixon? Na, bestes Beispiel. Wer ist Pat Nixon? Ja, richtig. Nixon war nie eine First Lady. Was ist schiefgelaufen? Das neue Geschlechterprogramm war noch nicht drin. Menschen ärgern sich, wenn sie mit dem falschen Geschlecht angesprochen werden. Watson kümmert das nicht. Er bewertet nur, wie wahrscheinlich es ist, dass er mit einer bestimmten Antwortmöglichkeit richtig liegt. Diese beiden Komiker machten mit ihren Nasen Eindruck. Wer ist Jimmy Durante? Reicht nicht? Gut, Jimmy Durante. Das macht es nicht richtiger. Dieser Todd Crane hat Watson ganz schön ins Lächerliche gezogen. Ich habe meine Kinder zu ein paar dieser Testrunden mitgenommen und sie meinten, Papa, warum macht sich der Quizmaster lustig über Watson? Der Name dieser Was-mache-ich-gerade-Webseite erinnert auch an hysterisches Gelächter. Was ist boshaftes Gelächter? Nein, falsch. Sein trockener Humor ist unschlagbar. Nein, Twitter. Weil er nicht kapiert, warum seine Antwort falsch und damit lustig ist. Das kann man sich als Komiker nicht besser ausdenken. Ein Witz zu seiner Zeit, gut, können wir alle drüber lachen, aber immer und immer wieder diesen hilflosen Computer runterzumachen. Wer da im Einsatz ist für Leute mit echten Gefühlen, gut, ich habe die vielleicht nicht, aber meine Kinder haben die schon. Die Emotionen werden auch dadurch nicht gerade gedämpft, dass sich die Jeopardy-Produzenten für einen neuen Prüfungstermin in weniger als einem Monat angekündigt haben. Jetzt geht es darum, Watsons Stärken auszubauen und seine Schwächen zu eliminieren. Worin er gut ist, liegt auf der Hand, bei Fragen, in denen es sich um pure Fakten dreht. Watson ist unheimlich gut in solchen Trivial Pursuit-Fragen. Geschichte, Geografie, Unterhaltung, da findet er alles. Clark Gable war froh, als dieser die Regie vom Winde verweht übernahm. Wer ist Victor Fleming? Richtig, Watson. Für 1600. Zu seinen Western gehörten westlich St. Louis und Bis zum letzten Mann. Wer ist John Ford? Wer ist Mike Nichols? Ausgezeichnet. Letzte Frage in dieser Kategorie. 1978 drehte Blake Edwards die fünfte Filmkomödie dieser Reihe. Was ist der rosarote Panther? Nur mal zur Kontrolle. Eure Knöpfe funktionieren, wollte niemand aus dem Schlaf holen. Watson ist in die Wolke gestiegen, aber ist noch weit entfernt vom Champion-Niveau. Ferrucci muss sich etwas einfallen lassen, um Watsons Leistung zu steigern, bevor die Jeopardy-Produzenten wiederkommen. Das Team hat 4 Jahre lang gewaltigen Einsatz und viele Millionen Dollar in die Entwicklung von Watson gesteckt. Doch all dieser Aufwand war nicht nur für einen Apparat, der Jeopardy spielen kann. IBM hat weit höher gesteckte Ziele. Ich blicke schon über Jeopardy hinaus. Wie geht es danach weiter? Ferrucci stellt sich vor, dass Watson irgendwann funktioniert wie der Computer im Raumschiff Enterprise. Captain Kirk redet einfach mit dem Computer. Computer. Kann ein Sturm dieser Stärke eine Überspannung im Transporterkreis auslösen? Ein Hilfsmittel, das unsere Fragen versteht. Und einen interdimensionalen Kontakt mit einem Paralleluniversum verursachen? Und uns im Dialog liefert, was wir wissen wollen. Jawohl. Gibt es das schon? Ich habe es noch nicht. Man braucht kein Raumschiff-Kommandant zu sein, um dies als nützlich zu sehen. In einer Welt voller Daten sind intelligente Computer, die lebenswichtige Fragen beantworten können, der heilige Gral. Vielleicht gibt es bald Dr. Matt Watson. Es gibt so viele Untersuchungs- und Behandlungsmethoden, die kann keiner alle im Kopf behalten. Ein Apparat, der Zugriff auf all diese Informationen hat, könnte Ärzten helfen, Symptome schneller zu erkennen und für sie Stapel von Fachliteratur durcharbeiten. Es verändert, wie wir mit Computern umgehen. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt.
Mir geht es gut und ich freue mich auf das Quiz. Aber erst muss ich meine Stimme testen. Bevor dieser Traum Wirklichkeit wird, bevor überhaupt Watson bei Jeopardy konkurrieren kann, müssen die Entwickler noch einige Bugs aus seinem System entfernen. Eine von Watsons großen Schwächen, er kann nicht hören. Die Jeopardy-Antworten bekommt Watson als Texteingabe im gleichen Moment, in dem sie seine Gegner auf dem Schirm sehen. Deshalb kennt er die Antworten seiner Konkurrenten nicht. Nur die weiblichen Exemplare dieser Equus-Plage aus der Familie der Tabinidae ernährt sich von Blut. Was ist ein Moskito? Falsch. Was ist ein Moskito? Was ist eine Pferdebremse? Genau, dank dir, dass du nicht Moskito gesagt hast. Deine Antwort ist gut für 2000 Dollar. Ferrucci und sein Team arbeiten besessen daran, Watsons Leistung zu verbessern. Dazu gehört, dass Watson korrekte Antworten seiner Gegner sofort zugespielt bekommt. Wenn die Verbesserungen Erfolg haben, ist Watson besser denn je fit für das Quiz. Die Jeopardy-Verantwortlichen sind wieder da. Und sie bestimmen über das Schicksal von Watson. Eine Messlatte. Ich wollte hören, ja, ihr habt es geschafft. Der verbesserte Watson wird gleich mit der Kategorie Monatsfeiertage konfrontiert. Verwaltungspersonalstag und Studentenschwänzertag ist immer zu diesem Datum. Was ist Feiertag? Nein, völlig falsch. Hier versagt Watson, weil er nicht begreift, dass die Antwort ein Datum sein muss, was einem Menschen sofort klar ist. Was ist April? Na gut, was ist der 18. April? Ich begreife es nicht, er begreift es nicht. Die Frage, die Kategorie. Doch jetzt bekommt er auch die richtigen Antworten. Arthur, what is June? Good for 200. Celebrations for 400. Kann er davon lernen? Watson sieht sich jetzt an, was sich alles in diesem Monat aus der Frage ereignet hat. Was ist November? Dann weiß er beim nächsten Mal, aha, dies und das ist im November passiert. Feiertage, Lehrertag und Kentucky Derby Tag. Watson, was ist Mai? Very nicely done, Watson. Ja, er hatte es, wir liegen vorne. Dank der Anstrengungen des Entwicklerteams steigt Watson in der Wolke höher auf und erreicht nun das Niveau von Kandidaten wie Ken Jennings. Watson ist auf der Siegerstraße. Neuauswahl. Entdeckungen für 1600. Jacques Cartier entdeckte auf Goldsuche diese Hauptinsel des Hochelaga-Archipels. Was ist Montreal? Was ist Zebulon Pike? Was ist Providence? Wassermann, Texas? Bo Brummel? Was ist Chow? Richtig, und doch noch lieb. Die Jeopardy-Produzenten haben genug gesehen. Irgendwas zwischen beeindruckt und überwältigt. Super hingelegt, Watson. Watson erhält also seine Chance bei Jeopardy. Ein Computer wird gegen menschliche Spitzenkandidaten spielen. Es heißt, er kann denken. In einem Quiz, das als Symbol steht für menschliches Wissen. Aber denkt er wie ein Jeopardy-Champion? Ein nie dagewesener Wettbewerb. Viel Glück, Watson. Doch heißt das, der Traum von künstlicher Intelligenz wird Wahrheit? Künstliche Intelligenz ist für mich, wenn Computer Dinge tun, von denen wir bei Menschen sagen würden, dass sie das tun, zeigt, dass sie Menschen sind. Aber kann ein Computer wie Watson ohne Erfahrung und ohne Emotionen die Welt jemals so aufnehmen, wie wir es von früher Kindheit antun? Heute kann kein Computer ein Theaterstück begreifen. Was heißt es, König Lear, Macbeth oder Hamlet zu sein? Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Kein Computer begreift die Parabeln aus der Bibel. Sie können nur Daten durchwühlen und Zusammenhänge finden. Aber für Dave Ferrucci war dieses Begreifen nie das Ziel. Er wird nicht zum Menschen, weil er keine menschliche Erfahrung und Wahrnehmung hat. Wenn ein Mensch sich eine Symphonie anhört, berührt ihn die Musik auf emotionaler Ebene. Der Computer kennt keine menschlichen Erfahrungen und Emotionen. Er ist kein Mensch, er ist ein Computer. Watson erfährt die Welt nie wie wir, sondern durch seine enorme Wissensdatenbank, seine Fähigkeit, Sprache zu interpretieren und seine Lernfähigkeit. Kann er damit als intelligent bezeichnet werden? Was das Beantworten von Jeopardy-Fragen angeht, ist er intelligenter als jeder Durchschnittskandidat. Und das ist verdammt intelligent. Guten Tag, Mr. Trebek. Auf diesen Moment freue ich mich schon sehr lange. Endlich ist es Showtime. Watson betritt die Bühne und muss sich beweisen vor Millionen von Jeopardy-Zuschauern.
Ich habe inzwischen Albträume von Jeopardy-Fragen. Hat das Team genug geleistet? Bald wissen Sie es, wenn Watson auf die beiden besten Jeopardy-Kandidaten trifft. Brad Rutter und Ken Jennings. Solche starken Konkurrenten hatten wir nie. Nicht umsonst hat Ken 74 Mal hintereinander gewonnen und Brad wurde nie geschlagen von einem Menschen. Das Team hat 4 Jahre auf diesen Moment gewartet. Spielen wir Jeopardy. Eine Fußbekleidung und eine Kartenaustermaschine im Casino. Watson. Was ist Jude? Richtig. Noch sind Mensch und Maschine gleich auf. Watson. Wer ist Jude? Yes. Was ist 1900? Was ist das jüngste Gericht? Was ist Griechenland? Zum Ende der ersten Runde sieht es anders aus. Sauron ist richtig, das bringt dich in Führung. Die erste Runde war in den Probespielen auch immer kritisch. Er sah nicht gut aus nach der ersten Runde, aber ich blieb ziemlich cool. Im weiteren Verlauf jedoch zeigt Watson mehr und mehr seine Überlegenheit gegenüber seinen menschlichen Konkurrenten. Watson, wer ist Isaac Newton? Korrekt. Wer ist C.S. Lewis? Was ist eine Gitarre? Es sieht nach einem Showdown aus. Damit kommst du auf 36.681. Doch in der letzten Runde startet Ken Jennings sein Comeback. Diese Zeitung erhöht ihren Preis um 25 Cent auf einen Dollar. Ken, was ist USA Today? Was sind Landesgrenzen? Wer ist Martin Luther King? Ja, stimmt genau. In der Finalrunde geht es um alles. Hier bloß keine blöde Antwort, bitte. Hier die Antwort. William Wilkinson, ein Bericht über die Fürstentümer der Walachei und Moldawiens, inspirierte diesen Schriftsteller zu seinem berühmtesten Roman. Wer ist Bram Stoker? Das ist richtig, der Autor von Dracula. Mal sehen, was Ken hat. Bram Stoker und ich beuge mich vor unseren neuen Computerherrschern. Wenn Watson die richtige Lösung hat, gewinnt er. Wenn das hinhaut, gebe ich Eric einen Kuss. Und jetzt, Watson, es geht um Bram Stoker. Und da steht, wer ist Bram Stoker? Wahnsinn, gewonnen. Jeder kann nur sagen, Watson war der beste Kandidat. Keine Frage, Watsons Sieg ist ein Meilenstein in der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Und was ist das im Vergleich mit der menschlichen Intelligenz, die es brauchte, um ihn so weit zu bringen?